herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial, wo ich dir zeige, wie du dir für dein Schnittmuster Tom einen Futterschnitt erstellen kannst, das Futter zusammennähen und zu guter Letzt, wie Hauptjacke und Futter zusammengenäht werden. Das Endprodukt sieht dann ungefähr so aus, von außen und von innen, ziemlich schön. Dieses Video ist sozusagen ein Zusatz. Es gibt ja schon ein sehr detailliertes Video, wie die Jacke genäht wird. Hier konzentrieren wir uns auf das Futter, wie die Hauptjacke genäht wird mit den Teilungsnähten, Taschen und so weiter. Da würde ich dich dann auf das Hauptvideo verweisen. Vom Schwierigkeitsgrad her würde ich sagen, dass es nicht unbedingt schwieriger ist als die Jacke mit den Belegen, so wie sie original verarbeitet wird. Wer die Jacke schon mal genäht hat und keine Probleme hatte, der wird auch mit dem Futter keine Probleme haben, würde ich mal behaupten. Natürlich sind es ein paar mehr Schritte, aber es ist nichts Schwieriges dabei. Nichtsdestotrotz ist eine Jacke, die komplett gefüttert ist, kein Anfängerprojekt. Es ist nicht vergleichbar mit einem Scrunchie, offensichtlich. Zur Stoffauswahl für das Futter würde ich empfehlen, eine dünne Webware zu vernähen. Es gibt ja extra Futterstoffe, die sind immer so ein bisschen flutschig und oft glänzend. Das macht auch durchaus Sinn, weil vor allem, wenn ein Ärmel relativ schmal geschnitten ist und man eine Baumwolle oder zum Beispiel Fließstoff nehmen würde, dann würde das so bremsen und den Ärmel beim Anziehen so nach oben ziehen. Deshalb sind Futterstoffe meistens eher flutschig. Ich habe für Tom, weil die Jacke ja wirklich oversized ist und der Ärmel auch relativ weit, eine gewaschene Baumwolle verwendet, also einen dünnen Baumwollstoff. Das finde ich für Tom eigentlich okay. Es ist nicht die perfekte Wahl, aber insbesondere, wenn ihr das noch nicht oft gemacht habt mit dem Futter, dann würde ich eher einen Baumwollstoff empfehlen und eben keinen Futterstoff, weil es sich einfacher verarbeiten lässt, weil der Zuschnitt einfacher ist, weil nichts hin und her rutscht. Und genau, das wäre so meine Empfehlung. Dicke Stoffe würde ich jetzt nicht primär empfehlen. Es kann schon funktionieren, wenn jemand zum Beispiel Plüsch innen haben will. Kann schon funktionieren, dann würde ich aber wahrscheinlich den Ärmel aus einer dünnen Webware, also das Ärmelfutter aus einer dünnen Webware und am Vorder- und Rückenteil den dickeren Stoff nehmen, weil der Ärmel sonst relativ dick werden kann. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Genau, damit wäre jetzt erstmal alles gesagt. Wir starten jetzt mit der Erstellung des Futterschnitts. Dann wird in diesem Video das Futter zusammengenäht. Dann würde ich dich rüberschicken zum Hauptvideo, um die äußere Jacke zu nähen. Und dann treffen wir uns wieder hier, um Hauptjacke und Futter zusammenzunehmen. Viel Spaß! Hier einmal zur Übersicht alle Teile, die du benötigst aus Hauptstoff, also aus dem Stoff, der außen sein soll. Das sind genau dieselben Teile, die du auch benötigst, wenn du die Jacke nach der Originalversion nähst und quasi mit Belegen verarbeitest. Du kannst alle Teile ganz normal zuschneiden, außer diese beiden, der Besatz des Vorderteils und der Besatz des Rückenteils. Wir bekommen eine kleine Änderung, die ich jetzt zeige. Am Vorderteilbesatz wird erstmal 6 cm gekürzt, von der unteren Kante einfach parallel und dann wird an der Rundung 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt. Und am Rückenteilbesatz wird 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt. Ich habe den Zuschnitt von diesen beiden Teilen, die ja auch aus dem Hauptstoff zugeschnitten werden, einmal mitgefilmt. Hier klappe ich mir das einfach so um genau 6 cm, stecke das Ganze dann fest. Dann füge ich noch an der Rundung 1 cm Nahtzugabe hinzu und dann wird das Ganze einmal gegengleich zugeschnitten, sodass du zwei Teile hast, die gespiegelt sind. Ich mache das hier jetzt direkt auf dem Stoff, weil die Änderung wirklich klein ist. Du kannst aber natürlich auch dir das Belegteil kopieren und dann die Änderungen auf einen Schnittmusterbogen aufzeichnen, sodass du quasi das fertige Belegteil hast für den Futterschnitt.
und am Rückenteil belegt, das wird ja im Bruch zugeschnitten, füge ich ebenfalls einen Zentimeter Nahtzugabe an diese Rundung hinzu und schneide das ansonsten ganz normal zu. Das sind, wie gesagt, die einzigen beiden Teile, die aus Hauptstoff zugeschnitten werden, bei denen es Änderungen gibt. Alle anderen Teile kannst du ganz normal zuschneiden und dann auch alle Markierungen übertragen. Ich gehe in diesem Tutorial, wie gesagt, nicht auf die äußere Jacke großartig ein. Falls du da Unterstützung brauchst, kannst du gern in das Originalvideo schauen. Um den Futterschnitt für Tom zu erstellen, brauchst du entweder ein großes Stück Folie oder einen Schnittmusterbogen, wo du die Rückseite verwenden kannst. Ich habe hier DIN A4 Seiten aneinander geklebt, um eine große Fläche zu erhalten. Und dann brauchst du noch dein Originalschnittmuster von der Jacke Tom. Wir starten als allererstes mit dem Rückenteil. Und dazu lege ich mir das mittlere Rückenteil auf mein Papier. Und dann das seitliche Rückenteil ebenfalls, und zwar genau so, dass die Markierungen aufeinandertreffen und dass diese beiden Teile sich um genau 2 cm überlappen. Die Nähte hier sind einfach nur dekorative Teilungsnähte, das sind keine Abnäher oder so. Und deshalb überlappen wir die so, damit du diese Nähte nicht beim Futter nähen musst, weil man die ja sowieso nicht sieht. Genau, dann kommt noch die Passe dazu und auch die wird so hingelegt, dass sie sich um 2 cm mit dem mittleren und seitlichen Rückenteil überlappt. Das Ganze fixiere ich dann und dann wird es einfach rundherum aufgezeichnet. Am Saum und an der hinteren Mitte nehme ich gern ein großes Lineal, weil ich finde, wenn man so Folie hat, so wie ich, also mein Schnittmuster ist ja auf Folie, dann kann man nicht so gut die Kanten scharf nachzeichnen. Und da könnt ihr dann auch, so wie ich, wenn ihr wollt, ein großes Lineal nutzen. Wenn das geschafft ist, dann könnt ihr das Schnittmuster wieder entfernen und jetzt geht's an den Saum. Das Futter ist nämlich kürzer als das Hauptteil um 11 cm beim Rückteil und das bedeutet, ihr könnt einfach eine parallele Linie zum Saum im Abstand von 11 cm ziehen. Und das ist dann die finale Länge eures Rückenteilfutters. Dann nehme ich mir immer das Rückenteil-Belegteil und lege das hier so drauf oben. Ihr werdet sehen, dass es genau auf das Schnittteil passt. Fixiere mir das und zeichne mir einmal die äußere runde Kante auf. Der Beleg wird nämlich trotzdem zugeschnitten und mit dem Rückenteilfutter zusammengenäht. Deshalb muss hier jetzt noch einmal eine Nahtzugabe hinzugefügt werden von 1 cm. Jetzt fehlt nur noch eine kleine Kleinigkeit und zwar in der hinteren Mitte, da wo du gerade die Nahtzugabe angezeichnet hast. Da verlängern wir das einmal um 1 cm. Hier bauen wir uns nämlich eine sogenannte Bewegungsfalte ein. Einfach um 1 cm verlängern und dann diesen Punkt mit der Saumkante hier verbinden. Das wird dann so schräg. Es ist nämlich so, dass das Futter immer ein Tick größer ist als die Hauptjacke, weil wenn das Futter kleiner wäre, dann würde das so spannen und die äußere würde sich so wölben und das würde ziemlich doof aussehen. Genau, und damit ist das Rückenteil, Futterteil auch schon fertig und das kannst du jetzt ausschneiden. Weiter geht's mit dem Vorderteil und das besteht ja aus nur einem Teil. Das heißt, du kannst es einfach so, wie es ist, einmal auf deinen Papierbogen oder auf deine Folie oder was auch immer kopieren. Übertrag dir hier auch die Markierung am Armloch. Die Taschenposition musst du nicht übertragen. Wenn das geschafft ist, dann kannst du auch hier wieder das Schnittmuster entfernen und jetzt kommt auch hier
das Belegteil des Vorderteils hinzu und auch das passt ganz genau drauf. Es ist ein bisschen kürzer und jetzt zeichne ich mir einmal diese innenliegende Linie ab und zwar genau so weit, wie der Beleg eben geht. Das Ganze entferne ich dann wieder. Und auch hier muss gekürzt werden und zwar kürze ich am Saum quasi auf Höhe des Belegs, also genau hier, um 12 cm, einfach vom Saum ab 12 cm nach oben messen und das dann auf dieser Belegkante markieren. Und an der Seitennaht, also genau hier, markiere ich mir nicht 12, sondern 11 cm. Das Futter ist hier nämlich ein bisschen länger, damit wir auch in der Länge eine sogenannte Bewegungslänge haben. Und diese beiden Punkte verbinde ich mir dann. Das ist die finale Länge des Vorderteilfutters. Einmal kurz zum Verständnis: Das lila dargestellte ist der Saum der Hauptjacke und der Saum der Hauptjacke wird an den Saum der Futterjacke genäht. Was hier grün dargestellt ist, deshalb müssen diese beiden Strecken gleich lang sein. Wenn wir das aber einfach so stumpf, sage ich jetzt mal, kürzen, dann ist der Saum der Futterjacke 3 mm zu schmal und deshalb müsste man das eigentlich um 3 mm, wie die pinke Linie hier zeigt, verlängern und anschließend mit dem Achselpunkt verbinden. Ich habe das jetzt bei meinem Futterschnitt aber nicht gemacht, weil 3 mm kann man in der Regel beim Nähen gut ausgleichen. Ich sage es aber dennoch, damit es hier vollständig ist. Jetzt fehlt nur noch eins an dieser runden Kante hier, wird 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt. Und dann kannst du dein Vorderteil-Futterschnitt auch schon ausschneiden. Jetzt fehlt nur noch der Ärmel und den lege ich mir erst einmal so hin, dass sich beide Ärmelteile wieder um 2 cm überlappen und die stecke ich mir dann zusammen. Und hier ist es wichtig, nur die beiden Schnittteile zusammenzustecken und das Ganze nicht auf Papier zu stecken. Der Ärmelsaum hat so eine kleine Rundung, deswegen müssen wir hier was Besonderes machen. Ich drehe das jetzt, ich habe das jetzt quasi einmal so gespiegelt und an die untere Kante gelegt und jetzt zeichne ich mir nur die Kante des Ärmelsaums auf und dann drehe ich den Ärmel wieder zurück. So sollte das jetzt aussehen. Und hier, wo ich gerade hinzeige, da endet quasi die Nahtzugabe des Ärmels, genau 3 cm. Und genau dahin lege ich jetzt die Ärmelsaumkante, die wir eben gezeichnet haben. Die steht auf beiden Seiten so ein bisschen über, ist also länger als die Stelle dort, was ganz normal ist. Und das Ende der Ärmelsaumkante verbinde ich jetzt mit einem Lineal mit meinem Achselpunkt. Dann wird der Ärmelkopf ganz einfach übertragen und auch hier die Markierungen mit übertragen. Und auf der gegenüberliegenden Seite verbinde ich mir wieder den Achselpunkt mit der äußeren Saumkante. Genau. Der Hauptärmel ist dann quasi am Saum so nach oben gebogen. Und der Futtersaum des Ärmels ist nach unten gebogen. Genau, das Ganze wird dann wieder ausgeschnitten. Und so sehen nun deine drei fertigen Futterteile aus. Und jetzt werden diese drei Teile einmal zugeschnitten. Das sind die einzigen Teile, die auch wirklich aus Futterstoff zugeschnitten werden. Das Rückenteil wird einmal im Stoffbruch zugeschnitten. Und das Vorderteilfutter sowie der Futterärmel werden jeweils einmal gegengleich zugeschnitten. Das bedeutet, du hast dann zwei Teile und die sind gespiegelt. Und hier oben am Rückenteil machen wir uns eine kleine Markierung, genau 1 cm vom Bruch entfernt. Hier entsteht gleich die Falte. Und jetzt fehlt nur noch das Vorderteil und der Ärmel.
Neben den Teilen, die du gerade aus Futterstoff zugeschnitten hast, gehören noch beide Besatzvorderteile, das Rückenteil, Besatzteil sowie einer der beiden Kragen aus Hauptstoff zur Futterjacke. Und an der Stelle muss jetzt einmal der Besatz, also beide Teile des Vorderteilbesatzes und einer oder beide der Kragenteile mit Bügeleinlage verstärkt werden. Die wird auf die linke Stoffseite gebügelt und ich nehme hier H180, also eine relativ dünne Bügeleinlage. Ich habe an der Stelle vergessen, den Besatz zu verstärken. Das kann ich nicht empfehlen, weil es ist mir dann später aufgefallen und dann habe ich später noch ein bisschen notdürftig die Bügeleinlage drauf gebügelt. Aber wie gesagt, das ist nicht toll. Deshalb würde ich es an dieser Stelle jetzt machen. Jetzt nehmen wir das Futter zusammen und dazu starte ich mit dem Vorderteil. Dazu wird einmal das Vorderteilfutter rechts auf das Vorderteilbesatzteil gelegt und entlang der Kurve zusammengesteckt. Das ist immer ein bisschen knifflig, wenn man so Kurven zusammensteckt. Deshalb würde ich immer empfehlen, erst oben und unten zu stecken, dann in die Mitte zu finden, eine Nadel zu stecken, dann zwischen den beiden Nadeln die Mitte zu finden und da zu stecken und so das zusammenzustecken. So verteilt sich die Weite ganz gut und es passiert eher nicht, dass quasi dann an einer Seite Stoff übersteht. Das mache ich dann mit beiden Teilen und dann wird es mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich zusammengenäht und anschließend wird die Naht versäubert. Dazu nehme ich die Overlock, alternativ geht aber auch ein großer Zickzackstich. Und zu guter Letzt bügle ich mir die Naht flach und dabei bügle ich die Nahtzugabe in den Futterstoff. Weiter geht's mit dem Rückenteil und hier sind ja zwei Markierungen, die 2 cm auseinander sind und ich falte das Rückenteil jetzt einmal so längs, dass die rechten Stoffseiten zusammenliegen. Mein Stoff sieht von beiden Seiten gleich aus, deshalb ist es hier relativ egal, welche Seite außen und innen ist. Und genau an der Markierung stecke ich jetzt eine Nadel. Wir nähen nämlich hier ein kleines Stück rein, um so eine Falte zu bilden. Ich starte also oben, verriegel und dann nähe ich ungefähr 3 bis 4 cm nach unten und verriegel wieder. Und so ist die kleine Bewegungsfalte entstanden. Jetzt kommt das Rückenteilbesatzteil dazu und das wird hier so dran genäht, wieder rechts auf rechts. Da ist eine Markierung an der Mitte des rückwärtigen Besatzteils und das wird genau auf die Naht der Falte gesteckt. Ich lege mir den Falteninhalt dann einfach auf eine beliebige Seite und dann wird der Besatz einfach angesteckt. Und auch hier ist eine Rundung, das heißt, ich würde wieder empfehlen, erst quasi in der Mitte zu stecken, dann an der Schulter und dann dazwischen. So geht es eigentlich relativ einfach. Ich nähe dann wieder mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem ganz normalen Geradstich. Anschließend versäubere ich mir die Naht und bügle die Naht flach. Und auch hier wird die Nahtzugabe in den Futterstoff, also in dem Fall nach unten, gebügelt. Jetzt werden die beiden Vorderteile rechts auf das Rückenteil gelegt und entlang der Schultern und Seitennähte zusammengesteckt. An den Schultern müssten die Nähte der zwischen Beleg und Futterteil aufeinandertreffen. Damit wir die Jacke später wenden können, wird in der Futterjacke an einer beliebigen Seitennaht, ich nehme hier die rechte Seite, eine Wendeöffnung gelassen von ungefähr 14 cm, je nachdem wie dick dein Stoff ist. Je dicker der Stoff, desto größer sollte die Wendeöffnung sein. Und mein Stoff ist mir so mitteldick, also nicht besonders dick. Genau, erstmal stecke ich das Ganze mal zusammen. Genau, und dann entferne ich wieder 2 Nadeln und stecke die so quer, um eben Markierungen für die Lücke zu setzen. Diese beiden Nadeln sind jetzt genau 14 cm voneinander entfernt
Und gleich beim Zusammennähen werde ich hier nicht nähen, sondern wie gesagt freilassen. Jetzt werden einmal die Schultern und Seitennähte genäht. Auf der einen Seite spare ich mir die Wendeöffnung auf. Genau zwischen den zwei beiden Nadeln wird nicht genäht. Da starte ich jetzt auch und ich nähe bis zur ersten Nadel, verriegel das dann und setze dann wieder bei der zweiten Nadel an. Es wird hier wieder mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich genäht. Und anschließend versäubere ich wieder alle Nähte und zwar überall außer da, wo wir die Lücke gelassen haben. Weiter geht's mit den Ärmeln und die werden einmal längs rechts auf rechts zusammengefaltet und entlang der Ärmelnaht zusammengesteckt. Wenn dein Stoff so wie meiner von beiden Seiten gleich aussieht, dann müsstest du einmal darauf achten, dass du ein gegengleiches Paar hast und das kann man am besten prüfen, wenn du beide Ärmel gesteckt hast. Leg die Ärmel dann so hin, dass sie gespiegelt sind und jetzt müssten bei beiden Ärmeln die Markierungen entweder oben oder unten liegen. Die Ärmelnähte werden jetzt mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem normalen Geradstich genäht und anschließend wird die Nahtzugabe versäubert. Jetzt werden die Ärmel eingenäht und dazu ist die Jacke mit der linken Stoffseite nach außen zeigen, liegt die vor euch und die Ärmel werden so gewendet, dass die rechte Stoffseite nach außen zeigt und jetzt wird der Ärmel quasi in die Jacke geschoben, so dass die Markierung, die seitliche Markierung am Ärmelkopf auf die vordere Markierung am Armloch trifft. Außerdem treffen die Seitennaht und die Ärmelnaht aufeinander und dann ist noch eine Markierung oben am Ärmelkopf, die trifft auf die Schulternaht und so wird der Ärmel einmal rundherum eingesteckt und zwar auf beiden Seiten und anschließend mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich rundherum eingenäht und auch hier wird die Naht anschließend wieder versäubert. So sieht das Ganze nun aus und jetzt fehlt nur noch der Kragen. Nimm dir dazu einen der beiden Kragenteile, der wird hier an das Halsloch genäht, rechts auf rechts. Am Kragen ist eine Markierung, die markiert die Mitte und die wird auf die rückwärtige Mitte gesteckt. Ich mache das dann wie immer, stecke den Kragen dann vorne fest. Und dann quasi beim Viertel. Also zwischen rückwärtiger Mitte und vorne und dann wieder zwischen den Nadeln und so stecke ich mir den Kragen einmal fest. Der Kragen wird jetzt mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich angenäht.
Anschließend knipse ich mir die Nahtzugabe ein. Und zwar stoppe ich immer ungefähr 2 mm vor der Naht. Überall da, wo eine Rundung ist, so legt sich der Kragen gleich schöner. Und anschließend versäubere ich die Nahtzugabe mit meiner Overlock. Die Futterjacke ist jetzt fertig und jetzt würde ich dich einmal auf das Haupttutorial verweisen, um die äußere Jacke zu nähen. Du kannst genau nach dem Tutorial vorgehen und alles bis Minute 12:50 nähen und zuschneiden wie angegeben. Der einzige Unterschied ist, dass du die Belegteile, also Vorderteilbeleg und rückwärtiger Beleg, komplett ignorieren kannst. Den haben wir ja schon hier in der Futterjacke verarbeitet und das fällt damit weg. Und wenn du die äußere Jacke fertig genäht hast, dann kannst du hier wieder herkommen, denn jetzt zeige ich, wie ihr Futterjacke und die Hauptjacke zusammennäht. Jetzt werden Futterjacke und die Hauptjacke zusammengenäht. An der Hauptjacke hast du auch einen Kragen, da sind Ärmel, die Teilungsnähte und du hast die Taschen aufgenäht. Bei der Futterjacke ist ebenfalls ein Kragen und Ärmel. Und die Futterjacke ist kürzer als die Hauptjacke. Und jetzt werden diese beiden Jacken entlang des Saums zusammengenäht. Dazu breite ich mir das einmal so komplett aus. Das ist jetzt hier die Hauptjacke. Und lege mir die Futterjacke rechts auf rechts drauf, sodass die beiden Saumkanten genau aufeinander liegen. Und das stecke ich jetzt hier zusammen. Dabei treffen die Seitennähte aufeinander und die vorderen Kanten treffen ebenfalls aufeinander. Und dann wird das einmal so zusammengesteckt. Die beiden Jacken werden jetzt hier zusammengenäht mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem ganz normalen Geradstich und anschließend versäubere ich mir die Nahtzugaben. So sieht das Ganze nun aus und für ein schönes professionelles Finish werden die beiden Jacken jetzt noch einmal auseinandergeklappt und entlang der Naht gebügelt, sodass die Naht schön flach wird und die Nahtzugabe bügele ich hierbei in das Futter. Jetzt werden die beiden Jacken entlang der vorderen Kante und entlang des Kragens zusammengenäht. Die rechte Stoffseite zeigt hier nach oben und die Ärmel klappe ich erstmal in die Mitte, sodass die sozusagen innen liegen. Und jetzt nehme ich die Futterjacke und stülpe die so rüber, dass die Ärmel quasi verdeckt werden. Und wie man sehen kann, treffen jetzt die beiden Kragen aufeinander. Ich stecke das jetzt einmal oben am Kragen fest. Und da das Futter kürzer ist als die Hauptjacke, kann man sehen, dass das Futter automatisch den Saum nach innen zieht. Und hier müsstest du einmal messen, dass von der Naht bis zur Kante genau 6 cm sind. An der Jacke waren ja 7 cm Nahtzugabe. Einen Zentimeter haben wir verbraucht, um das Futter anzunähen. Das heißt, hier sind noch 6 cm. Und hier müsstest du vorne unten beim Zusammennähen gleich eine kleine Lücke lassen, denn hier wird später das Gummiband eingezogen. Die Lücke ist ungefähr 4 cm lang und du kannst jeweils zur Naht und zur unteren Kante einen Zentimeter Abstand lassen. Genau, und dann wird die Jacke einmal von Saum zu Saum quasi zusammengesteckt entlang der beiden vorderen Kanten und des Kragens. Und auf der anderen Seite wird eben auch unten diese Lücke gelassen, gleich beim Nähen, damit du da, wenn die Jacke gewendet ist, das Gummiband einziehen kannst. You're shining.
So sollte das Ganze nun aussehen. Wir nähen von Saum über den Kragen runter zum anderen Saum und nochmal die Erinnerung, dass an jeweils den beiden vorderen Mitten diese kleine Lücke gelassen werden muss. Falls du die Jacke mit Reißverschluss nähst, dann wird der Reißverschluss genau gleich angesteckt, wie das auch bei den Belägen gemacht wird. Ich markiere mir hier immer erstmal die rechte Seite, die später außen sein muss. Dann teile ich den Reißverschluss und der Reißverschluss wird dann zwischen Futter und Hauptjacke gesteckt. Und zwar so, dass die schöne Seite des Reißverschlusses mit der Nadel als Markierung Richtung Hauptjacke zeigt. Und die Zähnchen liegen quasi innen und die Stoffseite liegt bündig mit deiner vorderen Kante. Oben hast du eine Markierung, da trifft der Reißverschluss drauf. Ich mache das jetzt nur als so beispielhaft. Mein Reißverschluss ist auch zu kurz, deswegen muss ich ihn hier wieder abstecken. Und unten hast du ja auch eine Markierung und genau da trifft der Reißverschluss drauf. Auch hier einmal messen, dass der Saum eben 6 cm von Kante zur Naht hat. Und dann wird der Reißverschluss hier einfach an der vorderen Kante auf beiden Seiten zwischengesteckt und hier musst du auch am Saum unten die Lücke lassen. Also unabhängig davon, ob du mit oder ohne Reißverschluss nähst, hier muss einmal die Lücke gelassen werden. Egal ob mit oder ohne Reißverschluss, jetzt wird das einmal genäht, unten starte ich und verriegel dann, lass dann die Lücke vorne am Saum und dann werden die beiden Jacken zusammengenäht mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem ganz normalen Geradstich. Hier oben am Kragen ist es sehr dick, weil viele Stofflagen aufeinandertreffen. Da würde ich dir empfehlen, mit dem Handdraht zu nähen, dass die Nadel nicht abbricht. Und so wird die Jacke einmal von Saum zusammengenäht. So sieht das Ganze nun aus. Es ist alles zusammengenäht, nur vorne unten am Saum sind eben die Löcher, wo du die Lücke gelassen hast. Und auch hier knipse ich mir die Nahtzugabe entlang des Kragens ein, immer bis ungefähr 2 mm vor die Naht, damit der Kragen sich gleich schöner liegt, weil der hat nämlich eine kleine Rundung. Hier vorne kannst du dir auch, wenn du willst, die Nahtzugabe in der Nahtzugabe wegschneiden. Und jeweils vorne an der Kante unten schneide ich mir diese Ecke ab, damit du die Ecken gleich schöner ausformen kannst. Nicht in die Naht schneiden. Und dann wird das Ganze versäubert. Und zwar spare ich mir hier die Stelle, wo wir die Lücke gelassen haben, unten vorne. Die spare ich mir aus und versäubere die nicht, weil sonst wäre die Lücke eben weg. So sieht das Ganze nun aus und jetzt wird einmal gewendet und zwar durch die Lücke, die du in der Seitennaht gelassen hast, kannst du jetzt Stück für Stück vorsichtig die Jacke einmal komplett aufrechts wenden. So sieht das nun aus. Den Futterarmärmel müsstest du dann in den jeweiligen Hauptärmel reinschieben.
Aber so sieht die Jacke nun aus. Und jetzt stecken wir einmal entlang des Saums den Saum ab. Hier muss nämlich gleich abgesteppt werden, damit der Tunnel für das Gummiband entsteht. Und auch hier müsstest du von der Saumkante bis zur Naht immer 6 cm abmessen und das dann so feststecken. Ich stecke hier innen, nähe aber von außen, deswegen stecke ich meine Nadeln vertikal. Und wenn du alles festgesteckt hast, dann nähen wir von vorderer Kante zur vorderen Kante mit einem Geradstich und 5,5 cm Nahtzugabe. Hier entsteht, wie gesagt, der Tunnel, in den wir gleich das Gummiband einziehen können. So sieht das dann aus und jetzt nehme ich mir Gummiband und mache da eine große Sicherheitsnadel dran, um das Gummiband durch die Lücke vorn in den Tunnel reinzuziehen. Ich habe das Gummiband jetzt 20 cm länger zugeschnitten als in der Anleitung angegeben, weil nach dem Originalverfahren endet das Gummiband ungefähr auf Höhe der Belege und jetzt geht das Gummiband ja bis vorne, das heißt, es muss länger zugeschnitten werden. Und dann ziehe ich das einfach so in den Tunnel. Probier jetzt auf jeden Fall die Jacke einmal an, um zu prüfen, wie lang das Gummiband sein soll. Ich mache das immer so lang, dass ich die Jacke vorn noch schließen kann, ohne dass es spannt. Und dann wird das Gummiband fixiert. Normalerweise wird es ja genau hier bei den Belegen, auf Höhe der Belege fixiert. Ich mache das jetzt in diesem Fall so, dass ich das Gummiband auf Höhe der Taschenkante sozusagen fixiere. Du kannst es theoretisch aber auch ganz vorne an der Kante fixieren, wie es dir gefällt. Und ich nähe jetzt einfach mit einem Geradstich drüber, wie gesagt auf Höhe der Taschenkante, um das Gummiband hier zu fixieren und das mache ich dann auf beiden Seiten. Zu guter Letzt schneide ich das Gummiband, also alles was übersteht, schneide ich ab. Ich ziehe das dann so weit raus wie möglich und schneide das dann ab. Und jetzt wird die Jacke einmal rundherum abgesteppt und davor erstmal abgesteckt. Und zwar entlang der vorderen Kanten, entlang des Kragens. Einmal alles ordentlich abstecken. Falls du den Reißverschluss eingenäht hast, wird der jetzt unten, wo er ja noch lose rumbaumelt, auch fixiert und festgesteckt. Und so stecke ich mir das alles von Saum zu Saum über den Kragen ab.
So sieht das Ganze nun aus und hier wird jetzt einmal abgesteppt mit einem Geradstich und einer kleinen Nahtzugabe. Ich nähe mit ungefähr einem halben Zentimeter Abstand zur Kante und wenn du über dicke Stellen nähst, zum Beispiel über den Kragenansatz, dann würde ich dir empfehlen, mit dem Handrad zu nähen, damit die Nadel nicht bricht. Jetzt werden einmal noch die Ärmel verstürzt und zwar ziehe ich jetzt erstmal das Futter raus, so dass es bündig mit dem Hauptstoff liegt. Das hat sich so ein bisschen hier innen versteckt. Achte darauf, dass der Ärmel innen nicht verdreht ist, dass die Nahtzugaben zusammenliegen, wie man hier sehen kann. Und jetzt falte ich den Saum der äußeren Jacke nach innen und ebenfalls den Saum der Futterjacke nach innen. So sieht das jetzt aus und jetzt halte ich das so zusammen, weil so soll das später ja aussehen. Das halte ich jetzt gut fest und dann greife ich mit der anderen Hand durch die Wendeöffnung in den Ärmel und greife mir dann diese beiden Stofflagen genau, wie ich sie hier habe. Halte das gut fest, sehr gut festhalten. Und jetzt wird der Ärmel oder beide Ärmel werden jetzt durch die Wendeöffnung nach außen gezogen. Wie gesagt, gut festhalten. So sieht das jetzt aus. Ein bisschen wirr. Aber genauso wie wir das jetzt gehalten haben, werden diese beiden Ärmel jetzt zusammengesteckt. Wir stecken immer nur zwei Stofflagen zusammen. Und ich starte an den Ärmel nähten. Und dann kann man so Stück für Stück den Ärmel rundherum zusammenstecken und dabei immer nur zwei Stofflagen und du steckst hier die beiden Stofflagen einfach rechts auf rechts zusammen. Man muss immer wieder so ein bisschen ziehen und dann wie gesagt rundherum zwei Stofflagen zusammenstecken. So sieht das Ganze nun aus. Wir haben die beiden Ärmel so rundherum zusammengesteckt, immer nur zwei Lagen. Und das ist sieht ein bisschen besonders aus, weil eben das nicht ineinander steckt, wie man es halt sonst kennt. Genau deshalb ist es so ein bisschen besonders. Und hier wird jetzt einmal rundherum wird das zusammengenäht mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Und anschließend versäubere ich mir die Nahtzugabe.
So sieht das jetzt aus. Der Ärmel kann jetzt wieder nach außen gezogen werden und dann würde ich das erstmal auf der anderen Seite wiederholen. Das funktioniert genau gleich. Also den anderen Ärmel auch verstürzen. Und wenn du beide Ärmel verstürzt hast, dann wird das jetzt noch einmal ordentlich abgesteppt und gesäumt, wenn man so will. Und um hier zu säumen, messe ich jeweils 2 cm von der Kante bis zum Futter und stecke das einmal so rundherum fest. Und anschließend nehme ich mit einem Geradstich und 2 cm Abstand zur Kante entlang des Ärmelsaums, um alles zu fixieren, sodass alles an Ort und Stelle bleibt. Bevor du jetzt die Wendeöffnung schließt, ein kleiner Hinweis zu den Druckknöpfen. Falls du die so wie ich annähst, die Jacke überlappt ja und da werden Druckknöpfe angenäht. Dieses untere Teil mit dem Knubbel, das wird so hingenäht und das liegt ja quasi unten. Das heißt, wenn man das an beide Lagen näht, dann sieht man die Naht hinten, die ja innen ist, also ist kein Problem. Und das obere Teil, das wird ja an den Beleg innen angenäht. Das bedeutet, wenn du jetzt durch beide Stofflagen nähst, dann sieht man die Naht außen, was bei vielen Stoffen nichts macht. Aber wenn dich das stört, könntest du jetzt noch die Wendeöffnung nutzen, um durch die Wendeöffnung durchzugreifen und die eine Seite des Druckknopfes eben nur am Beleg festzunähen. Das ist ein bisschen fummelig, aber ich habe das jetzt auch bei dieser Jacke so gemacht. Und dann ist eben der Vorteil, dass man die Naht außen nicht sieht und dass es schön clean aussieht. Jetzt fehlt nur noch eins, jetzt muss einmal die Wendeöffnung geschlossen werden. Das kann man natürlich auch von Hand machen, ich bin hier aber faul und nehme mit der Nähmaschine und dazu werden einmal die Nahtzugaben 1 cm nach innen geklappt und dann wird das Ganze so bündig aufeinander gesteckt. Bei mir ist das Futter ein bisschen gerissen, weil ich zu rabiat gewendet habe. Genau, dann wird die Wendeöffnung einmal hier zusammengesteckt. Und anschließend nähe ich diesen Teil mit der Nähmaschine mit einem kleinen Abstand von 2 mm zur Kante ungefähr zusammen. Hier am besten einen farblich passenden Faden nehmen, nicht wie ich. Und so ist dann die Wendeöffnung geschlossen.